Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Medieval Dynasty in der neuen Oxbow-Map zusammen mit der Zauberergraf. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Wir setzen eigentlich genau da fort, wo wir aufgehört haben, beim Bauen von diesem komischen Materiallager, Dingsa. Und mal kurz, wo mein Hammer auf 5? Genau. Hast du das Messer nicht aufgenommen, was ich rausgeworfen habe? Hab ich. Okay. Ey, ist ein bisschen blöd, das zu suchen, weil wenn ich es jetzt nicht gesehen hätte, ist wohl klein. So, das wird immer schöner hier. Ich habe gerade echt das Problem, hatte ich jetzt, haben wir inzwischen in Folgen nochmal kurz angesprochen. Ich hätte ja gerne für unsere 100 Bewohner, die wir später mal haben werden. Also die 20, 30 oder was auch immer sich da halt ergeben wird. Gerne auch die ganz großen Häuser. Und wenn man die ganzen Produktionsgebäude nochmal mit dazu betrachtet, befürchte ich ganz ehrlich, dass wir hier viel zu klein denken. Wir können ja im Zweifel noch wieder nach oben ausweiten. Gut, dann hast du sie wieder nicht alle in deinem Zaun, aber... Am liebsten wäre es, wenn wir so eine Art Gerüst oder so bauen können oder irgendwie so einen künstlichen Aufgang von der Höhle dann da oben auf die Fläche. Das wäre geil. Aber gibt's nicht. Ich habe eben mal kurz in leichten Möglichkeiten durchgeguckt, was das Menü herzugeben hat. Und da war sowas nicht mit dabei. Wundert mich jetzt auch nicht, das wäre ja schon sehr speziell, aber ich hätte es geil gefunden. Sagen wir mal so. So, ich glaube hier weiter. Ah, konnte man nicht auch irgendwo einstellen, dass man hier die Sachen schneller reinprügelt? Ich glaube schon, ne? Hier und als nächstes, finde ich, könnten wir uns mal einen Holzfäller suchen, den hier wohnen lassen und... Dafür bräuchte ich erstmal ein zweites Haus. Ja, ihn Holz holen lassen, ne? Ja, genau, damit wir nicht alle Bäume hier vernichten müssen. Also wenn die Entwickler halbwegs schlau sind, dann sind die Holzfäller auch in der Lage, die Bäume zu fällen, die da sind. Wäre natürlich ein bisschen doof, wenn er dann die Bäume kaputt macht, die wir gerne behalten wollen würden. Oh, ja, das wäre doof. Ich denke so an Sons of the Forest mit Kelvin, der da einfach das Haus abreißt, wo man sein Baumhaus draufgesetzt hat. Eieiei, das war lustig. Ja. Manchmal... Ist sowas gut. Ja. Ach schön, er zieht auch noch automatisch die Werkzeuge nach, wenn man baugleiches noch im Inventar hat. Sehr gut. Wir noch mal Stöcker loswerden. Stöcker, Holzstämme, ich muss auch mehr Bäume fällen, das ist in Ordnung. Aber der erste Tag vom Herbst ist auch gleich rum. Wahnsinn, ne? Wie weit ist der Plan mit uns versorgen? Noch überhaupt nicht. Ach so, cool. Ah, ich freue mich. So ein Steinsammler wäre auch nicht schlecht. Der einfach Steine sammelt. Für uns, fürs Häuserbauen ist das ziemlich gut. Wenn man ein paar Steine da hat. Also wir werden heute das Materiallager fertig kriegen. Was wir darüber hinaus schaffen, weiß ich noch nicht. Brauche ich jetzt noch Stämme und Stroh? Ja, gut.
Ich befürchte, dass das mit dem Strom vielleicht ein Problem wird. Meinst du? Ja, wir haben nicht mehr so viel. Also ich müsste mal gucken, ob wir vielleicht noch was in der Kiste zu Hause haben. Ja, aber hier am Fluss wächst doch ganz viel. Also so viel ist da nicht mehr. Ja, dann läufst du den Fluss ein Stück aufwärts und dann hast du mehr. Abwärts. Oh, apropos, ich habe einen Namen. Okay. Wir könnten das Dorf Oxbow Falls nennen. Oxbow Falls? Mhm. Aha. Meine das ist Falls hängen geblieben vom Striker gestern im Discord, oder was? Nee, ich habe angefangen mit dem Falls wegen der Wasserfälle. Ah, echt? Okay. Ja, wie konnte ich dem Striker auch gute Ideen unterstellen? Frech. Das ist nicht nett. Oh. Mach mal Stroh rein hier. Also Stroh reicht auf jeden Fall für das Lager hier. Um schon mal was Positives zu sagen. Und einen Stamm. Naja, ein paar Stämme mehr. Nehmen wir dich. Tschüss, Ahorn. Ich hoffe, du wächst anständig nach. Ah, Level Up bei Gewinnung, okay. Wir konnten doch auch Skillpunkte verteilen, ne? Mhm. Muss gleich mal gucken, ob ich da noch was habe. Lohnt sich auch, finde ich. Oh, 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 oh. Meine Figur sappelt mit mir. Warum macht die so einen Scheiß? I am thirsty. Was will sie dir damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe sie mal thirsten. Ich finde, das ist sehr hier kryptisch, was sie sagt. Hier am Fluss sind Felsen im Wasser. Ja, die geben vier Steinchen und einen Kalkstein, wenn du Glück hast. Ach, die hast du getestet. Aha. Also wenn du drauf guckst und da steht Fels, dann gibt's Stein und mit Kalkstein. Ich habe einen in der Kiste reingepackt, konnte einen rausholen. Bei Bedarf. Musst du natürlich nicht. Fertig. So, dann packe ich da mal einen möglichen Kram rein. Feder, Stöcker, Stroh. Equipment. Ja gut, das brauche ich glaube ich alles noch. So, wie kann ich mich waschen? Geht das? Ist unser Fluss dafür tief genug? Nope. Obwohl, unter den Wasserfällen habe ich nicht getestet. Vielleicht ist der gleich groß genug. Nö. Schön. Aber man konnte mal einen Bottich machen. Mit einem Eimer Wasser rein. Waschzuber. Richtig. Ich schau mal. Kann ja nicht sein, dass wir hier einfach mehr stinken. So realistisch muss es ja nicht sein, oder? Ja, ich will jetzt auch nicht den ganzen Bus runterrennen. Okay. Das heißt, wir werden jetzt mal unsere zweite Nacht schlafen. Beziehungsweise du vielleicht am Lagerfeuer, keine Ahnung. Oder möchtest du die Nacht hier durcharbeiten? Bretter für den Waschzuber.
Aber nur 6 Stück, die könnte man finden. Ich weiß nicht, macht Durcharbeiten nicht Sinn angesichts unserer Zeit, oder? Ja, aber dann würde ich jetzt, während du wahrscheinlich einfach nur das Haus baust, hier eine Überblende machen, jetzt in der Aufnahme. Da kannst du dir einfach in ganz entspannt das Haus fertig bauen in der Nacht. Ich gucke durch die Menüs durch und dann würde ich bei Tag quasi weitermachen. Das klingt toll. War das Sarkasmus? Nein, nein. Ich kann weiterbauen und du bist damit auch glücklich. Also? Gut, wisst ihr Bescheid. Bis in 2 Sekunden in etwa. So, irgendwie ist die ganze Nacht abgelaufen und das Haus ist immer noch nicht fertig. Hat sich gelohnt. Ey. Dafür habe ich jetzt in dem Menü ein bisschen rumgespielt. Ich habe geguckt, ob ich sie jetzt irgendwo hinzufügen kann. Die Antwort ist immer noch ein ganz klares Nein. Aber ich habe ein paar Spieleinstellungen nochmal angepasst. So, aufbauend aus der Erfahrung von der letzten Staffel. Also ich habe die Technologie-EP angehoben, damit wir in unserer Technologie schneller voranschreiten. Jetzt nicht immens hochgedreht, aber ein bisschen. Werkstatt. Ja, cool. Einfach so ein bisschen, damit wir nicht erst in 100 Folgen, keine Ahnung, Materiallager 3 freigeschaltet haben oder so, sondern vielleicht schon in 50 oder so. Hauptsache, versteht das. Und eine ganz, ganz, ganz große Einstellung haben wir auch noch gemacht. Eine, die mich mit ganz vielen Gedanken belastet, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ja, nein, vielleicht, wie auch immer. Wir haben ab Winter 4 Tage pro Jahreszeit. So, von meinem Bauchgefühl hätte ich gerne 5 Tage pro Jahreszeit. Aber dadurch dauert alles halt sehr lange. In diesem Spiel ist es ja schön, wenn man Fortschritt hat, wenn die Jahreszeiten vorangehen und die Dorfbewohner ihren Tätigkeiten nachgehen und den ganzen Drum und Dran. Jetzt haben wir halt noch einen Tag mehr, was ja schon mal ein Anfang ist. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen angucken, auf mein Bauchgefühl ein bisschen hören. Aber da könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren da lassen, wie ihr das so findet. Ob das in Ordnung ist, wenn wir die Jahreszeiten ein wenig verlängern oder... Falls da irgendwelche Gesichtspunkte dran sind, an dieser Einstellung, die mir jetzt gar nicht so bewusst sind, einfach mal ein bisschen Input geben. Ich mache mir viele Gedanken. Übrigens, hier hinten ist ein neues Zeltlager und da ist alles voll mit Steinen. Und Geld. Ach, gut. Warum kriegst du das ganze Geld? Das ist ja fürchterlich. Du hast einen Rucksack. Ich bräuchte einen Rucksack, um mein ganzes Geld langsam mal zu tragen. Oh, ich hab so Bock, die Map zu erkunden. Wie wär's denn, wenn du mir ein bisschen Geld gibst und ich dir den Rucksack? Nicht, weil du ihn mir abkaufst, sondern damit ich mir Dekokram freischalten kann und Zäune und sowas und du kannst mit dem Rucksack looten gehen. Ich hab ein Bronzemesser gefunden. Das ist streng genommen ein recht gutes Angebot. Aber ich würde auch gerne, weil, sagen wir mal so, ich gebe unser erstes großes Geld einmal aus für irgendwas in der Technologie und dann kriegst du den Rest und ich krieg deinen Rucksack. Ja? Musst du was in der Technologie dafür ausgeben? Ich möchte was ausgeben. Nee. Ob das spielerisch geht. Was ist denn Technologie? Die schalten sich doch von alleine frei oder bin ich da jetzt doof? Nee. Geh mal ins Menü, bitte. Das Baumenü. Nee, hier, drück mal Tab. Und dann oben rechts Technologie. Ja, das sind die ganzen Deko-Sachen und sowas. Von denen ich spreche. Ach so, nee, da sind auch andere Sachen. Bei Überleben zum Beispiel. Vogelfalle. Pfeile, Bögen. Neue Werkzeuge. Müssen wir alles mit Bauplänen kaufen. Ja, das erste ist die Bautechnik. Da hast du recht. Das ist tatsächlich für alles Deko, oder? Rumbling. Blumentopf aus... Ja, das ist eine ganze Menge Deko. Aber die anderen Punkte, also Überlebenstechnik ist Dinge drin, die wir brauchen können. Bei der Landwirtschaft... Ja, auch Landwirtschaft. Ja. Spielerisch, ja doch. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich muss. Aber jetzt gerade kann ich halt nicht viel. Bei einem Bogen... Naja, brauche ich nicht. Das finde ich ja so oder so. Oder doch? Die Fackel würde ich gerne. Ich kaufe mir die Fackel jetzt. Die Standfackel? Nee, tatsächlich die normale Fackel für in die Hand nehmen, aber die etwas bessere als die einfache. Dachsfellteppich. Gerbgestell für mit Ziegenwehr. Oh, wie viel Dekokram gibt es denn? Gut, ne? Und komm, die Vogelfalle kaufe ich auch. Die kannst du dann gleich mit setzen.
dann kriegst du jetzt ein bisschen Geld von mir und ich krieg deinen Rucksack. Komm zu meinem neuen Haus, da machen wir das gleich. Jetzt gerade bin ich beladen. Wäre blöd, den jetzt abzulegen. Ich bin schon längst da. Oh. Könnte mich ja mit Pfeil und Bogen mal üben. Hab ich den jetzt hier? Keine Pfeile? Wie keine Pfeile? Ich hab doch gerade mich aufgesammelt. Ah, die muss ich wahrscheinlich ausrüsten, ne? I could eat a horse. Vergifteter Steinpfeil. Ausrüsten. Ja, Treffen ist was für Anfänger, ne? Cool. Alle vergifteten Steinpfeile weg. Hey, Schatz. In der Truhe. Ich komm nicht ran, wenn du daran bist. The more you work, the hungrier you get. Ja, ich hab Hunger, ich hab's verstanden. Mann. Ich hab den Rucksack da schon reingetan und kann mich nicht mehr wegbewegen. Deswegen dauert das einen kleinen Moment. Aber hier, du kannst jetzt mal... Oh, ich kann zumindest wieder... Ah, schön. So, und du wolltest jetzt ein bisschen Geld von mir haben. So, ich hoffe, das Kleingeld reicht dir. Ja, ich wohne im Haus. Echt? Hat geklappt? Ja. Ah. Ist das gut oder ist das gut? Heieiei, ist das Kleingeld? Jetzt bin ich da eingezogen. Oh mein Gott. Was? Jetzt. Weißt du, wie wir das vielleicht noch hätten machen können? Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, Verwaltung. Wo bist du eingezogen? Ja, du hättest mich ja vielleicht reinziehen können, aber ich dachte, das hast du probiert. Ah, ich dachte, ich habe gerade das Schild angedrückt und bin da eingezogen. Okay. Haben wir jetzt Häuser getauscht? Jetzt bin ich in dieses Haus eingezogen. Hä? Ja, wir wohnen auf jeden Fall getrennt. Gut, definitiv. Aber ich habe erstmal ein Haus, das finde ich gut. Okay. Aber hast du mich wieder in mein Haus gesetzt? Ja. Und über die Wohnsituation machen wir uns noch Gedanken. Zur Not bauen wir uns so einen kleinen Hof und dann sieht das nett aus. Ich muss mal 50 Kilo tragen, die auch schon fast ausgelastet sind. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile ein Materiallager. Das heißt, ich kann eine kleine Loot starten. Das freut mich. Ich liebe Loot-Touren. Was sind alles Dinge, die ich verkaufen könnte? Hier, Materialien. Ja, ich mache mich mal auf. Ich gehe irgendwo in ein Nachbardorf. Da kann ich schon mal ein paar Sachen verkaufen. Ist das die Richtung, die stimmt? Ich habe jetzt Fähigkeitenpunkte bei Produktion und Fertigkeit. Oh. Da macht es ja vielleicht Sinn, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Bin mir nicht sicher. Dafür finde ich die Dinger nicht individuell wichtig genug. Ich finde, du kannst eigentlich nur machen, was du gerade für richtig hältst. Ich habe meine Punkte jetzt reingesetzt für mehr EP kriegen in den Punkten. Für was? Ich habe hier der erste Skill oben ist mehr EP. Da habe ich jetzt meine Punkte reingesetzt bis jetzt. Ich habe übrigens in der Nacht, die ihr nicht gesehen habt, meine Fertigkeitspunkte weggegeben, also Skillpunkte, die ich fürs Level bekomme. Und ich hatte 2 Stück und beide sind investiert darin, dass ich jetzt 5% mehr EP kriege. Immerhin! So. Und jetzt habe ich ein bisschen Platz im Rucksack. Und wenn du richtig Bock hast, könntest du uns ja einen Waschzuber irgendwo hinstellen, also so eine Forsthütte. Ja, wir haben keine. Was? Eine Forsthütte. Darin können wir Bretter machen für den Waschzuber. Wenn ich mich recht erinnere. Oder mussten wir die in der Werkstatt machen?
Oh, sehen meine Äuglein da eine Kiste? Ist da Geld drin? Nein, es ist ein Stein. Das ist auch okay. Bestimmt so ein gefährlicher Stein wie der, an den ich mich angeschlichen habe. Okay, das Nachbardorf ist wirklich sehr nah dran. Ah, oh, und wir haben zu wenig Fläche. Wir müssen nach oben auf jeden Fall mitgehen. Ist ja schrecklich. Es gibt jetzt Arbeitsstation. Ein Möbel von ästhetischem Wert kann von den Dorfbewohnern genutzt werden. Heißt das, sie nutzen es auch nur ästhetisch? Wäre witzig, wenn die jetzt quasi ein Freizeitleben führen würden an den Dingern, die wir... Genau, dass wir da ein paar Deko-Sachen hinstellen und die damit interagieren und ein Freizeitleben führen, aber wirklich nichts bringen weiter dazu. Oh, ich habe Wein gefunden. Mehl. Eine Dorfruine hier, total cool. Roggenkorn. Ja, Landwirtschaft werde ich bald mal aufziehen. Ich könnte oben die Fläche auch schön für Landwirtschaft nehmen, dann können wir unten einfach wohnen. Was habe ich denn hier im Bogen? Vergiftete Eisenpfeile, genau. Nehme ich. Heiltränke, nehme ich. Schatz. Von den 500 Münzen, die ich dir dagelassen habe, habe ich 300 wieder drin. Manchmal kann ich dich echt nicht leiden. Danke für den Rucksack. Schön, dass er dir solche Freude bereitet. Das macht mich gerade wirklich sehr glücklich. Weil ich gehe jetzt alles schön verkaufen, komme mit noch mehr Geld nach Hause. Beziehungsweise, ich könnte ja mal schauen, ob ich einen guten Rucksack dafür kaufen kann. Hier kommen Steinspeere. Na, eine Weidenkiste brauche ich nicht. Oh, nochmal 150 Münzen. Witzig. Da war gerade ein Weidenkorb auf dem Boden, den ich eigentlich gar nicht mitnehmen wollte, aber unten drunter war ein Sack voll Geld. Was lernen wir da raus? Man sollte alles mitnehmen, auch Weidenkörbe. Genau. Bring deiner Frau Weidenkörbe. So, ich bin auch schon wieder leicht überladen, dein Rucksack taugt nichts. Hey, du kannst ihn gerne zurückgeben. Was? Nee? Wir gucken einfach mal kurz in der Nachbarortschaft hier vorbei. Können wir uns jetzt auch mal detaillierter ein bisschen umgucken. So langsam sind wir hier angekommen. Oh, hier ist eine richtig schöne Insel mit einer Brücke rüber. Ist ja auf der Map nicht mehr zu sehen. Obwohl, das ist keine Insel, das ist eine Landzunge. Vergesst es! Es ist auf der Map zu sehen, ich war nur blind. Warum halten wir uns an den Weg? Ich will einen Esel. Kaufst du mir einen Esel? Oh nein, aber ich nehme auch einen, wenn du gerade welche besorgst. Dafür brauchen wir erst einen Stall dafür. Oh, aber hier sind Pferde. Dafür brauchen wir natürlich auch erst einen Stall, aber... Ich konnte bei allen Händlern alles verkaufen. So weit waren wir doch jetzt schon, ne? Gab es hier nicht so ein schwarzes Brett in der Weide? Eisensensen. Oh, Strohhut. Ich hab noch keinen Strohhut. Ich fass es nicht. Daran muss ich aber nochmal arbeiten. Wo setzen wir denn unseren Holzfäller hin? Such dir aus. Und er braucht dann auch eine Hütte zum Wohnen, ne? Oh, ist das ätzend. Wir werden eine Menge Platz noch brauchen. Mirogott? Ach, bin ich hier in der Startortschaft? Oh, ich dachte, ich bin nach Ostoja gegangen. Nee, scheinbar nicht. Cool. Falsch abgebogen. Ja, komm. Zeig mir mal deine Ware. Can I interest you in some of my wares? Nee, ich habe kein Interesse an deinen Waren. Ich hoffe, du hast Interesse an meinen Waren. I love it when it's busy. Boredom is a solid killer. Na
Vielleicht sollte ich hier nicht so viele Sachen einfach verkaufen. Nicht, dass ich das gleich für irgendeine Quest brauche. Und ich mache einfach weiter. Cool. Ich dachte gerade, ich hätte coole Sachen gefunden, aber irgendwie... Ich dachte, ich bin der Einzige, der coole Sachen findet. Nimm mir, schau mir nicht die Show hier, ja? Oh, ich sehe einen Bär. Einer von diesen vergifteten Eisenpfeilen war 25 Geld wert. Wow. Ich habe jetzt knapp 1000 Geld dabei. Cool. Okay, ich guck mir doch deine Ware mal an. Was hast du denn? How are you? Ich hätte gern einen Rucksack oder so. Hast du nicht. Was hast du überhaupt? Beeren, Eier, ja, Essensgedöns. Ist klar, du bist ja auch ein Essenshändler. Natürlich hast du Essensgedöns. Gerber? Domazur, hallo. Zeig mir mal deine Ware. Ach du Scheiße. Ah, das ist der Geschenkehändler für deinen Partner, um ihn glücklich zu stimmen. Ich glaube, dass die Sachen so teuer sind. Ja, was haben wir noch? Du siehst aus wie Dekorationstante. Sie hat eine schreckliche Stimme. Hallo, Imislava. Ah! Was für einen Rucksack habe ich denn gerade an? Einfach Rucksack. Ich kaufe mir mal einen einfachen großen Rucksack. Möchtest du deinen dann wieder haben? Oder soll ich einmal Geld ausgeben und dir auch gleich einen einfachen großen Rucksack mitkaufen? Wenn du kannst, nehme ich den natürlich gern. Gürteltasche. Ich bin gleich pleite. Cool. Tasche. Okay, dann kannst du deinen Rucksack tatsächlich wieder haben. Ich kann mir keinen zweiten mehr leisten, weil ich mir noch eine Gürteltasche gekauft habe. Wow, 65 Kilo kann ich jetzt tragen. Nice. So macht das Loot noch dann Spaß. Ha? Hast du gerade was gesagt oder war das ein Niesen? Ich habe mich für dich gefreut. Ach so. Das war so ein Ach so, liebevolles Freund. Ja, ja, ich habe schmunzelnd gelacht, irgendwie sowas. Es war ein Geräusch. Oh, gucken wir uns doch mal ans schwarzen Brett um. Was haben wir denn hier Schönes? Wenn ich schon mal hier in der Stadt bin und Platz in meinem Rucksack habe, ne? Der rote Baron. Nee, der rote Beete-Baron. Hä? Wow. Zu viel rote Beete. Du willst sie nicht vergammeln lassen? Keine Sorge, der Rübenbaron kauft sie dir ab. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt. Bringe deine rote Beete zum Quartiermeister und du wirst es nicht bereuen. Der rote Beete. Oh, okay. 11 rote Beete. Kriege ich 21 Münzen für. Lass mal stecken. Himmelsratten. Aus irgendeinem Grund haben es Tauben auf mich abgesehen. Sie versuchen ständig ein Nest auf meinem Dach zu bauen. Sie gurren die ganze Zeit und ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft sie mir schon auf den Kopf geschissen haben. Wenn mir jemand helfen könnte, diese verdammten Viecher loszuwerden, wäre ich dafür sehr dankbar. Aha. Wie die blöde Taube, die bei uns immer auf der Badezimmerlüftung sitzt. Ja. Was kriege ich dafür? Ein Haufen Feder und Dynastiereputation. Brauchen wir Dynastiereputation schon für irgendwas? Noch nicht, ne? Für unsere Dynastie? Keine Ahnung. Ja. Habe ich hier noch. Bewohner des Oxbows. Füchse wagen sich immer näher an unsere Häuser ran. Sogar ein Kind wurde bereits von einem von ihnen angegriffen. Ja, 4 Füchse und 120 Geld dafür. Ja, das nehme ich. Ach, das die Füchse sind fies. Deine Quests werden mir auch angezeigt. Live und in Farbe. Das ist ein richtig geiler Running Gag auf unserer Betriebsversammlung. Ich stehe auf diesen Witz. Wir haben einen Typ, der immer Videos immer schneidet für uns. Er heißt Live. Und wenn er ein Video dreht, ist das live und in Farbe. Ich mag das. Wow. Ja. Einfaches Haus. Oh, cool. Du machst schon mal irgendwas Gutes. Finde ich schön. Oh, ich soll Füchse jagen. Haben wir schon ein Fuchsjagdgebiet gefunden? Bestimmt. Du wurdest zumindest von einem angegriffen, ne?
Witzig, ich kann auf der Map ziemlich genau sehen, wo wir langgelaufen sind, weil überall da sind die Wildtiere aufgedeckt. Das sieht ja witzig aus. Bist du Wolf oder Fuchs? Warte mal, wo ist Fuchs? Fuchs, 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 Fuchs. Du bist Fuchs. Ja, direkt vor mir ist theoretisch Fuchsgebiet. Das ist doch schon mal gut. Holzschuppen 1? Ist fertig. Ach, ist fertig. Ich habe nur irgendwas gesehen oben. I'm starving. Brauchen wir noch ein Haus? Wie bitte? Jetzt brauchen wir noch ein Haus. Für den. Und dann kannst du aber eigentlich auch schon mal einen Bewohner raussuchen. Das ist natürlich geil, ne? Du findest was unterwegs und ich kann es von zu Hause aus vorbereiten. Alter, diese Vogelfallen sind so grausam. Hey, da vorne ist ein Fuchs. Oh Gott, ich habe vorhin schon riesige Hirsche nicht getroffen. Das kann ja witzig werden. Der läuft doch noch vor mir weg. Hörst du mal auf, damit wegzulaufen? Oh, ich habe, glaube ich, getroffen. Nein, habe ich nicht. Wow. 3 Pfeile daneben schon. 5 Pfeile daneben. Cool, ich habe nur 10. Da konnte ich meine Pfeile nicht. Ja. Die konnte ich ja mit meinem Super-Suchmodus finden. Oh mein Gott. Ich habe jetzt 3... Oh, wollt ihr mich umbringen? Cool. Ich euch auch. Ja? Boah, ich schaff's nicht mal 2 Zentimeter daneben einzutreffen. Naja, einen habe ich schon, aber... Oh, wow. Du lebst ja noch. Oh, I'm dying of thirst. Häuten? Ich bringe da gleich auch ein bisschen Leder mit. Oder Pelz? Was gibt's von denen? Pelz. Ich bin so schön, dass ich meine Pfeile wieder aufnehmen kann. Und dass es nicht so ist wie in gewissen anderen Spielen, die ich derzeit spiele, dass wenn ein Pfeil trifft, dass er automatisch weg ist. Das finde ich auch ganz nett. Das ist so ein Feature, was mich total nervt an dem Spiel. Du musst unbedingt einen normalen Holzfäller mitnehmen. Ich kann an einem normalen Pfeil gegen eine dicke Felswand ballern. Und kann den Pfeil wieder mitnehmen, aber wehe, ich treffe damit Weichgewebe, ist der Pfeil weg. So, ich brauche noch mal ein paar Füchse. Ich kann übrigens nicht garantieren, dass ich einen Holzfäller mitbringe. Oh, muss ich? I'm parched. Wo ist der Fuchs denn da? Oh, schade, der Schuss war gar nicht so schlecht. Das war die Windows-Taste, cool. Guck mal, wir haben die Hälfte der Jahreszeit jetzt schon wieder rum. Ja. Der vierte Tag kommt auch erst ab Winter dazu. Das ist, wird erst bei Jahreszeitwechsel übernommen. Ja, aber wie schnell das geht, ich finde das absolut gerechtfertigt. Ach so. Mir ist schon klar, dass das Veränderung nach sich zieht und dass das auch Negativauswirkungen hat, die es schwerer machen, aber wir sind zu zweit hier so viel beschäftigt. Gut, jetzt am Anfang ist man sowieso beschäftigt, ne? Später ist es dann schwieriger, die Zeit rumzukriegen, aber trotzdem. Ich bin immer beschäftigt. Weißt du doch. Ich finde schon was, wo ich hingehen kann zum Looten. Immer. So, ich muss noch 2 verdammte Füchse erlegen. Zumindest stinke ich nicht mehr. Ich war jetzt baden, ja?
Nimm dir mal ein Beispiel mit mir. Er stinke bald, glaube ich. Ja, ich riech dich hier hinten. 400 Meter gegen den Wind. 340. Ist okay. Nicht. Berechtigter Einwand. Mein Hammer ist kaputt gegangen. Ich wollte einen Baum fällen, um mir noch Holz zu holen für den Hammer. Dabei ist meine Axt kaputt gegangen. Ich finde gar keine Füchse mehr. Also einer ist hier auf jeden Fall noch. Der ist ja ständig von weggerannt, aber ich brauche noch zwei. Muss ich vielleicht nochmal ein anderes Gebiet suchen. Da ist einer. Typisch, man muss nur über das Spiel fluchen und dann passt das schon. Oh, hier sind zwei. Ah, nice. Das sieht schlimm aus hier. Ich hoffe, die zwei Jahre gehen schnell rum und die Bäume wachsen schnell nach. Ich will Alt drücken und nicht die Windows-Taste. Wow, der Kupferfall ist ja nicht da gelandet, wo ich ihn gerne gehabt. Ach, er rollt runter, deswegen. Ich würde gerne diese Fuchsjagd-Quest noch abschließen in der Folge. Wir sind schon in einer Überlänge drin. Aber ich will das hier nicht so stehen lassen. Aber jetzt sind die Füchse weg. Allesamt. Schon ausgerottet. Nee, ja, leider nicht. Sonst hätte ich die Quest erledigt. Gut. Keine Füchse für mich. Das stimmt mich traurig. Aber jetzt weiß ich, dass doch mindestens drei hier irgendwo so. Ah! Aha! Lauft hier schon wieder weg von mir? Muss ich mich besser schleichen? Oh, ich habe noch zwei Pfeile. Na, da sind nochmal zwei weitere. Gut. Jetzt will ich auch einfach reinrennen und sie mit dem Speer stechen. Vielleicht klappt das. Die Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die mal treffe oder nicht. Nee, der war definitiv nichts. Die Windows-Taste gleich mal deaktivieren hier. Ich drück immer die Windows-Taste statt Alt.
Das wird mich ja ärgern. Das verstehe ich. Okay, ich versuche da jetzt einfach reinzurennen und einen Speer drauf zu stechen. Wo seid ihr? Auf in den Tod. Na? Na? Ihr blöden Säcke! Ich steche nicht schnell genug mit dem Speer zu, um sie zu treffen. Aber du triffst mich, oder was? Giant Stormtrooper? Bin gleich tot. Ich treff ihn nicht! Ich treff ihn mit dem Speer einfach nicht. Ich kann jetzt noch Steinspeere werfen. Ah, wow. Gut, es wird hier eigentlich nur noch peinlich, oder? Wird die Folge nicht langsam ein bisschen sehr lang? Ja, du wird sie. Wieso fragst du? Auch für einen Freund. Hier liegt hier noch rum. Stört dich die Leiche im Hinterhof etwa? Armer Typ. Okay, ich werde das peinliche Unterfangen in der nächsten Folge fortsetzen. Es ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich über diese Füchse und sie tanzt mir auf meiner Nase rum. Einfach zum Kotzen hier, ne? Aber dass ich sie im Nahkampf mit dem Speer auch nicht treffen kann, das finde ich... Ja, da muss ich sagen, meine Spielmechanik richtig für den Arsch. Ich gucke nämlich auf den drauf und er macht mit dem Speer trotzdem nur geradeaus. Er kann nicht schräg nach unten mit dem Speer stechen. Ist auch total unrealistisch, weil man ist nicht physikalisch in der Lage, mit etwas nach unten zu stechen. Das ist ganz wichtig. Das ist... it's not a bug, it's a feature. Und... Ja, entsprechend peinlich wird es bei der Fortsetzung. Jetzt wird doch schon wieder Nacht. Yay! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.